nicht gegessen? Das weiß ich nicht. Nee, ich muss was Kleines essen. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde. Genau, wir machen uns hier gerade... fertig. Für die nächste Fahrt. Ach, wir müssen noch ausräumen. Ach, scheiße. Das dachte ich mir auch gerade. Ja, das wird jetzt einfach schnell in die Kisten geräumt. Jetzt schaffen wir es nicht mehr zur Polizeistation und zurück. Ich habe keinen Werkbauhelm mehr auf, ne? Ich habe mir eine Mütze genommen, eine Wollmütze. Ach. Gab 12 auf Kälteresistenz. Ah ja. So, ich packe hier jetzt erstmal alles rein. So, zack, 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 zack. Zack, zack. Zack. Soll ich dann einfach vorfahren? Boah, kannst du machen. Sprit nehme ich auch mit. Mach das. Weil ich keine Autos zerlegen werde. Ich habe gerade noch voll getankt, genau, und ich würde dann Autos zerlegen, wenn. Vielleicht können wir ja heute bzw. für morgen schon ein paar Blade Traps machen, die dann morgen Nacht ein paar Zombies zerschnitzeln. Ja. Wir haben immer noch keine Hose, also wir brauchen immer noch Hosen. Meine kurze, ich habe hier so eine Pflanzenstofffaserhose gebaut, eine der ersten Hosen, die man selber bauen kann. Und die ist gar nicht kälteresistent, da ist meine kurze Hose besser. Um einen Punkt. Als diese Stofffaserscheiße. Und eine Skibrille habe ich aufgesetzt. Echt, die bringt was? Nö. Aber ich dachte mir, wenn ich ins kalte Gebiet fahre, dann brauche ich eine Skibrille. Ach so. Bessere Schuhe könnte man gebrauchen, weil die bringen nur Cold Resistance 4. Ich habe jetzt so Militärstiefel an. Aber die sind natürlich nicht so cool wie meine grünen Turnschuhe. Ja, cool muss es ja jetzt nicht sein. Hauptsache... die Kälte wird abgehalten. Ich wollte noch mal gucken, ob man diese Farbe irgendwie selber herstellen kann. Das wäre natürlich cool. Achso, für die Waffen meinst du zum Beispiel? Das ist ein Bär. Immer noch wahrscheinlich. Der war gestern ja auch da. Irgendwo hier zwischen. Hm. Ja, alles gut, Brauner. Das wäre jetzt nicht das blödeste Ding. Was denn? Ich dachte mir gerade, es wäre nicht das Blödeste, diesen Bären zu jagen. Weil wir brauchen ja auch... Ah, hier ist noch einer. Auf der Straße. Das sind ja zwei. Hat er mich geschlagen? Scheiße, ich hab gerade nur so ein Schlaggeräusch gehört, aber hat mich nicht erwischt. Was machst du denn hier? Ich will Bären. Oh. Ah, lass... Nee, lass uns erst Polizeistation, mal. Hast du selber noch vor 5 Minuten gesagt? Ja, scheiße. Ich habe nur gesehen, dass da so viel Fett ist. Ja. Knochen. Fett auf 4 Pfoten. Bei der Kreuzung da vorne müssen wir nach links. Okay. Aber vielleicht ist der Bär ja noch da, wenn wir zurückkommen von der Polizei. Weil wir noch genug Zeit haben. Töten wir dann den Bären oder die beiden. Okay. So. Ich hoffe, ihr habt euch alle warm eingepackt. Jetzt wird's kalt. Oh, hab vergessen, den Blinker zu setzen und bei Stopp nicht gehalten. Heinrich, Heinrich.
Oh, aus Stahl hier. Beton. Oder Beton, ja. Und eigentlich nur der Straße folgen, dann kommen wir zur Polizeistation. Ja, hier vorne war auch irgendwo eine Kirche des Grauens oder so, ne? Nee, die war weiter links. Okay. Die war weiter im Osten. Vogel voraus. Mir ist kalt. Mir noch nicht. Nee, ich habe auch nur die erste Stufe sozusagen. Nee, im Gebäude wird er ja wieder wärmer. Ja. Ja, hier gibt's noch gut Autos, die man zerlegen könnte. Ja, ja, sag ich doch. Das rechts hier? Nee, ne? Nee. Was ist das rechts? Das habe ich mir nicht so genau angeschaut. Das ist ein Stadion. Das ist ein Stadion! Wollen wir uns lieber das Stadion anschauen erstmal? Nee, Polizei. Ich wollte nur kurz gucken, ja. Gab's das früher auch schon? Aber ich bin für Polizeirevier. Okay. Wenn jetzt die blutrote Nacht hier wäre, würde ich gesagt, können auch hier pennen. Oh, hi Kumpel. Hier steht Informationscenter. Wie kommst du darauf, dass das Polizei ist? Weil da irgendwie Police stand. Ja, sind Zellen, hast recht, Polizei. Schlägt sich einer durch die Wand durch. Ein Cheerleader. Jetzt gehst du weg. Kaum hast du die Wand einmal eingehauen, gehst du weg. So, wow. Habe ich das am liebsten. Was wagst du es, mich zu erschrecken? Oh. Ei. Hast du. Super. Na, euch soll ich helfen wahrscheinlich, ne? Oh, Baseball-Caps. Kann man super zerlegen. Oh, hier sind Zellen und Klos. Ich durchsuche mal die Scheißhäuser. Mach das. Okay, die Zelle ist verschlossen. Hab die Küche der Polizisten entdeckt. Oh. Flanellhemd nehme ich mal mit. Oh. Du hast mich erschreckt. Ich mag es nicht, erschreckt zu werden. Arschloch. Ist da schon.
Ja, kann sein, dass ich dahinter schon war. Dass, wenn da eine Küche ist, war ich da schon. Ja, ist eine Küche. Da kannst du hochkommen. Auf der anderen Seite ist ein Aufgang. Eine Treppe meine ich. Ein Aufgang. Auch ein Aufgang. Ich sehe nur Klos. Ist ja nichts Gutes gefunden hier. Ach, da ist die Treppe. Du sollst deinen Kopf da nicht durchstecken. Ich will die Tür kaputt machen, verdammt. Da, die andere Tür, bei dir rechts ist, kommen gleich zwei Leute durch, ne? Aua. Ah, das soll eine Schussbahn sein hier. Cowboy-Hut und Overall brauchen wir nicht mehr, ne? Nö. Ach, komm. Ich hab die zerlegt. Oh, mach ich auch wieder zerlegen. Hm. Kann ich was machen? Ah, Heuballen. Ich kann hier eine Armee von Heuballen aufnehmen. Ah, ist nichts dahinter. Schade. Auch da liegt was. Heuballen. Ja. Oh, hier ist ein Verhörraum. Mit einer dicken, fetten Munition. Brauchst du 28 Kiste. Heuballen? 28 Heuballen? Ja, die waren da so. Oh, einen Koffer hast du vergessen. Und der ist ja leer. Da war ich noch nicht drin. Ja, lohnt auch nicht. Ja, ich sind wir schon. Hier ist noch ein Raum. Nee, da, von da komme ich quasi. Da war die Schussbahn mit der Heuballen. Sind schon durch, würde ich sagen. Ja, dann sind wir schon durch. Hat sich mal gar nicht gelohnt? Du bist nicht verletzt geworden, oder was? Nö. Dann springe ich hier. Dann können wir uns doch das Stadion anschauen. Ja. Oh, schöne viele Autos hier. Oh, Bier. Ja, ich werde mit dir. 100% werden hier Football-Leute sein. Was werden hier 100% sein? Football-Leute, da ist nämlich nur einer. Sehr schön. Also, jetzt komme ich, glaube ich, gar nicht. Guck mal. Da hinten lag auch noch was Fettes. Das scheint ein Tourist zu sein. Solange es kein Footballspieler ist, alles gut. Nein, das ist ein Tourist. So weit, so gut bisher, ne? Mhm. Guck ich mal hier rein.
Oh, da ist noch ein Schädel da. Klos, ich ziehe heute echt die Klos an. Oh yeah, ein Schuss, ein Tod. Früher waren noch mal Pistolen in den Klos, heutzutage echt nur Scheißwasser. Ah, Schraubenschlüssel Level 1. Kann man echt gut gebrauchen. Oh, Footballspieler! Ich komme! Bei den Homelockers. Alter! Ich hab den zweimal mit meinem Powerschlag nicht getroffen, Sackgesicht. Ja, wenn man mit dem Powerschlag daneben trifft, ist echt ärgerlich. Ja, das zweimal. Oh, links ist ein Klo, das müssen wir jetzt mal nicht durchsuchen. Ah, da ist noch ein Footballspieler. Schläft er noch? Ja. Ups. Ups. Aua! Sehr gut. Ach so, ich war noch geduckt, darum konnte ich nicht weglaufen. So, jetzt ist dieser Lockerraum aber frei. Flanellhemd. Ach, das Glas. Footballhelm. Nee. Einfaches Hemd mach ich mal kaputt. Ja. Oder? Bottle of Acid. Dieses komische... Sex. Voll. Stoff. Nö. Hatte ich die nicht schon alle? Ne, und rechts war noch eine Stange. Ja. Na gut, dann lassen wir sie mal durchhauen. Schraubenzieher nehme ich doch gerne mit. Schrotmunition. Hm. Das ist eine schnelle. Aua. Wechsel die Waffe! Wie kommen wir hier hoch? Muss es doch irgendwie hochgehen, oder? Ach, da kommt ein Fan dran gelatscht. Hm.
Irgendwie haben wir noch irgendwas übersehen. Dann muss doch irgendwie da hochkommen. Wie kommt man da hoch? Oh, Juckerpflanze hier im Eisgebiet. Nett. Nee, ich suche die Treppe, um hochzukommen. Ah, auf der Innenseite. Ah, okay, okay. Wie bist du denn hochgekommen? Tja. Hättest ja was sagen können. Hier oben gibt es auf jeden Fall genug Zombies zum Töten. Ja, zum Beispiel diesen Footballspieler, an dem ich vorbeigeschlagen habe. Ich habe auch einen. So. Jetzt ist er aber trotzdem tot. Danke, hast du auf ihn geschossen? Ja. War nett von dir, danke. Vorsicht, von rechts kommt einer auf dich zu. Ah. Ah. Hä, was ist das denn gerade? Habe ich dich getroffen? Ja. Entschuldigung. Du bist gerade voll in meine Schussbahn gelaufen. Ja, klar. Jetzt kommen sie aus dem Gebäude. Footballspieler. Ui, ui. Alter! Jetzt muss ich auch laufen. Eine schnelle. Aua, aua, aua! Scheiße. Scheiße. Fuck. Ist was? Habe ich was verpasst? Ich glaube nicht, ne? Stirb! 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 Oh! Ach ja, der nächste Tag ist ja blutrote Nacht, ne? Yes. Ich brauche meine Sachen. Dann schwinge ich aufs Fahrrad und komm hierher. Wie denkst du, was ich vorhabe? Wird nur knapp werden, also ich werde das glaube ich nicht schaffen. Worüber lachst du? Ich komme mit dem Fahrrad nicht hoch. Los, Mensch! Oh, jetzt bin ich aufgestiegen. Fahr, Junge, fahr! Oh. So, ich hoffe, das war's jetzt hier. Mir ist gerade zu warm. Ich bin halb nackt. Wie kann mir da zu warm sein? Puh. Ich
weiß gar nicht, wie viele Footballspiele da rauskamen. Es war waren bestimmt 4 oder so. Also Schrot habe ich gut verballert. Aber wie gesagt, ich wurde vorher schon zu oft. Also dein Pfeil war schon nicht gut. Ja, ist halt blöd, wenn man aus Versehen seinen Kameraden tötet. Ja. Ich wurde ja auch schon mal aus Versehen gemessert. Verquitt. Genau. Da ist mein Finger aber abgerutscht. Ja, und du bist mir gerade in den Weg gelaufen. Ja. Ich hatte ihn voll im Visier und dann bist du dazwischen. Ich bin extra nämlich schon auf die Schrot gegangen, weil ich noch keine Lebensenergie mehr hatte quasi. Ich wollte, dass keiner mehr zu mir kommt, aber... Ich hätte weglaufen müssen. Dann wärst du aber jetzt tot. Oh. Ja, ich habe mich erkältet, wahrscheinlich mit der Kälte. Du bist durstig, trink Flüssigkeit. Mache ich, wenn ich mit einer Leiche habe. Ja, Bärchen, alles gut. Mir ist zu hot, ja. Ich glaube, gleich wird er was anderes erzählen. Hast du unbedingt so was Tolles gefunden? Ja. Was ist denn da oben so? So eine Beobachtungslounge. Ah, VIP oder was? Nee, ich schätze für die Übertragung. Und hier sind, war ein Waffenschrank und 2 Wandtresore. Na gut, dann hast du ja zu tun. Mach die mal schön auf. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich glaube, mit der Nahtoderfahrung brauchen wir nicht an Blade Traps denken. Weil mit Nahtoderfahrung hat man ja immer weniger, ja. Ja. Deine Fähigkeitspunkte werden herabgesetzt für eine Zeit X. Also die Pistole Level 1, die zerlege ich. Ja. Aber Munition war noch dabei. Ich glaube, immer 15 Schuss im Magazin oder so. Einzelwaffen kannst du immer. Oh, jetzt ist mir kalt. Und ich habe keine Ausdauer. Du frierst, finde Kleidung. Das Schneeflöckchen ist rot. Ist das normal? Ja, wenn jetzt sehr kalt ist, ja. Oh, hier ist ja eine ganz normale Treppe hoch. Hier ist halt noch kälter als kalt, wenn das Schneeflöckchen rot ist. Ja, das blinkt rot. Früher gab es ja mal so Erkältungsgrade und so, oder so. Erfrierungsgrad Stufe 3 war immer tödlich. Also meine Ausdauer nimmt auch, glaube ich, ab. Dann würde ich einfach noch ein bisschen Autos zerlegen, bis du hier bist. Ich warte natürlich auf dich. Ja, ich bin ja schon quasi da. Stimmt, ich höre dich strampeln. Ich bin auch überladen. Warum ich überladen bin, kann ich dir aber nicht sagen. Na, das liegt an der roten Schneeflocke. Da ist er ja.
Jetzt ist sie nur orange. Bei mir auch. Wenn du wieder da bist, können wir nach Hause fahren. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Und zwar mit Vollgas. Vergiss nicht, dein Fahrrad mitzunehmen. Nee, nee. Trink nochmal, damit die Ausdauer vielleicht ein bisschen steigt. Wie nehme ich das? Nehmen. Dann tanke ich nochmal ein bisschen. Und go! Weg hier! Ja, die Polizeistation hat sich nicht so gelohnt, ne? Nee, aber der... aber hier sind viele Fahrzeuge. Ja. Und für mich hat sich das Stadion auch nicht gelohnt. Also ich habe da nichts Tolles gefunden. Nee. Es war irgendwie mal so cool zu sehen, aber es hat uns nichts gebracht. Nee, da war das Gebäude, was ich da vorhin gefunden habe, am Tag vorher, viel besser. Hey, fahr nicht in mich rein. Ich bin nicht in dich reingefahren. Bist du in den Müll gefahren? Und immer noch keine richtige Hose gefunden. Kommen wir an den Händler vorbei? Ja. Ach, der hat eh gleich zu. Ich wollte mal gucken, ob der eine Hose verkauft. Hui, ich bin richtig hochgesprungen. Ja, ich auch. Ja, du könntest ja Blade Traps machen. Ich habe ja festgestellt, dass ich doch Stahl herstellen kann. Aha. Das heißt, du könntest Blade Traps machen, dass wir schon mal ein paar für die Nacht, nächste Nacht aufstellen. Vier Stück so auf die Ecken. Ja, je nachdem, wie viele du machen kannst, würde ich sagen. Je mehr du machen kannst, desto besser. Weil den Blade Traps würde ich definitiv Vorzug vor Motorrädern geben. Auch wenn ich schon sehr gespannt darauf bin, wie schnell die Motorräder dann sind. Ich hoffe auch, dass sie mehr Storage haben und einfach schneller sind. Ja. Der kämpft gegen den Berg, da hat er zu tun. Ah, ich kürze jetzt ein bisschen ab. Gut, hat sich meine Frage eigentlich schon erübrigt? Folg dir mal, du bringst mich in den Tod hier. Und ich versuche auch in deine Spur zu fahren, damit du die ganzen Steine kaputt fährst. Wuhu! Ja, ich habe immer noch 95. Ich habe nichts kaputt gefahren. So, ich bin jetzt nämlich voll beladen. Dadurch ist mein Moped leer. Aber dadurch werde ich mich gleich in sehr, sehr langsam bewegen. Stimmt noch. Wenn wir jetzt keine Zombies vom Haus haben, werde ich jetzt nochmal Sachen aus den Kisten holen und dann mit vollen Taschen hochkommen.
Naja, meine sind ja komplett voll. Boah, sieht aber gut aus, glaube ich. Wir leben das Risiko. Sprit lasse ich mal im Fahrzeug. Und das Fahrrad stellen wir mal auf. Also wenn ein Zombie mich jetzt angreift, habe ich ja... Puh. Okay, ich bin schon mal drüben. Ich bin zu schwer. Mir geht's genauso wie dir. Also wie du sie aussiehst, bist du noch nicht so voll beladen wie ich. Och, doch, ein Plätzchen habe ich freigelassen. Ups. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du schneller läufst als ich. Ja, ich verbrauche meine Ausdauer. Oh, hast du einen Frame? Ja. Hast du mal einen Frame? Danke, ey. Ich meine auch mit Ausdauer, das ist das Schnellste, was ich hinkriege hier. Ja. Mission complete. Jo. Ja, dann heißt das jetzt einräumen ein bisschen, ne? Und wenn so das Video euch gefallen hat, würde ich sagen, hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Es würde uns und die Zombies sehr erfreuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.